Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster und heute zu einem Mappen-Update der Adrenalin XL FIFA 365 2019er Update Edition, die es wie bekannt nicht in Deutschland gibt, sondern nur in Polen, also in Skandinavien, Osteuropa und in den Niederlanden, so wie weit ich zumindest weiß. Und dort habe ich ja insgesamt vor der Kamera zwei Videos gedreht, ein 10 Booster Unboxing und ein Booster Battle 5 gegen 5. Die beiden Videos könnt ihr dann in der FIFA 365 Playlist hier oben in der Infocard nochmal auschecken nach dem Video, wenn ihr wollt, falls ihr die beiden verpasst habt. Und auf jeden Fall habe ich dann noch 15 Booster privat geöffnet, 10 Booster einfach so und 5 Booster aus dem Starter Pack. Also wir haben insgesamt 35 Booster geöffnet. In einem Booster sind 6 Karten drin. Jetzt muss ich kurz rechnen. Mussten um die 330 Karten sein, die wir geöffnet haben. Ungefähr. Und das ist auf jeden Fall hier das Album. Und auf dem Album sind Aguero, Witzel, Goretzka, Bale und die Baller drauf, weltweite Top Club Teams und Player, also Spieler. Und das von hinten sieht das Album so aus. Nochmal hier das ganze Logo, dann hier die ganzen Preise. Wie gesagt, jetzt Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Polen mit Zloty, Euro, Kronen und was weiß ich. Forint sind das, glaube ich, in Ungarn, bezahlt man da. Und ich würde sagen, wir werfen schnell einen Blick ins Album rein. Hier auf jeden Fall sind, kommen alle Kategorien, 64 Teammates, also Base-Karten, dann 32 Fans-Karten, 16 Power-Up, 16 Gold und 4 Rare-Karten. Auf jeden Fall hat das Album hat 4 Seiten, ist ein kleines Mini-Album, das finde ich richtig gut. Jedes Team hat erstmal 4 Karten als Base-Karten. Und das ist auch die einzige Base-Karte, die mir fehlt, direkt auf der ersten Seite von Manchester City, UE Update Edition 4. Karten Nummer 4 fehlt mir, Riyad Mahrez von Man City. Dann sind alle Base-Karten, ich habe alle Base-Karten noch doppelt, bis auf diese eine. Dann haben wir Atletico und Barcelona, das sind halt die gleichen Clubs wie in der normalen FIFA 365-Serie. Dann haben wir Real Madrid und Paris, Bayern und Dortmund, Schalke und Inter Mailand, Juventus und Neapel, Eindhoven und Porto, Moskau oder Spartak Moskau, muss man ja sagen. Es gibt ja mehrere Moskaus, Lokomotiv, ZSKA, Spartak Moskau auf jeden Fall, Boca Juniors, oder die heißen jetzt, glaube ich, ja irgendwie anders. Club der Amerika oder so, und Gremio, die sind aus Argentinien und die aus Brasilien. Dann gab es, wie gesagt, wie hier vorne schon drin stand, 32 Fanskarten. Es gab insgesamt viele Mannschaften und manche Mannschaften hatten eine Fanskarte, die meisten hatten zwei und manche hatten sogar drei. Die ersten Fanskarten sind von Man City mit Fernandinho und Aguero. Dann hat Atletico, glaube ich, sogar drei mit Juan Fran, Felipe Luis und Koke. Dann fehlt dir die erste Fanskarte, die SIP Nummer 7. Ich sage jetzt nicht immer Update Edition, sondern ich sage dir einfach die Nummer. Das ist die Nummer 70. Hier hinten gibt es auch so eine geile kleine, so ein kleines Heft drin. Und hier ist die Checklist und da drin ist natürlich auch die Checklist und das gucke ich mir jetzt auch mal an. Ich lege das einfach hier hin und die 70 ist auf jeden Fall Jordi Alba von Barcelona. Dann haben wir noch Rakitic und Suarez von Barcelona, Real Madrid mit Luka Modric und Toni Kroos, die beiden Mittelfeldspieler. Und natürlich fehlt dann noch auch ein Madrilene mit Gareth Bale. Dann haben wir Di Maria und Cavani von den Parisern. Von Bayern München haben wir Alaba und Robben. Müsste Robbens letzte FIFA 365-Karte sein. Außer wenn er in nächster Saison nochmal eine Milestone oder eine End-of-the-Era-Karte bekommt.
Dann haben wir Bürki als Fans-Favorite von Dortmund. Und natürlich fehlt dann noch ein Borussia und das ist Lukas Piszczek. Dann haben wir Schöpf und Burgstaller, die beiden Ösis von Schalke. Dann von Inter Mailand haben wir Handanovic, der wirklich gut ist, meiner Meinung nach. Brozovic, Mandzukic und Dybala von der alten Dame von Juventus. Genauso fehlt dann hier noch der Raul Albiol von Neapel, genau wie Calojon und Mertens, die kommen auch, gehören auch dem SSC Neapel an. Und dann fehlt die Nummer 91 und das ist der Herr mit der Nummer 91, wie gesagt, Jerome Söld von PSV Eindhoven, der Keeper. Und dann haben wir noch die letzten vier, Brahimi und Corona von Porto und Boschetti und Fernando von Spartak Moskau. Das heißt, Boca Juniors und Gremio haben keine Fanskarten bekommen. Dann hatte jede Mannschaft eine Captain-Karte oder Goldkarte. Das heißt, jede Mannschaft hatte, wie gesagt, einen Kapitän und der wurde hier nochmal im Porträt mit seit wann, mit Name und hat mit Stats ausgerüstet. Dann haben wir einmal auf der ersten Seite Diego Godin von, wie gesagt, Atletico Madrid. Und dann fehlt hier noch erstmal Vincent Kompany von Man City, der jetzt Play Anderlecht spielt, glaube ich. Messi und Ramos fehlen da noch. Dann haben wir von Paris Thiago Silva, Manuel Neuer von Bayern. Dann Marco Reus fehlt hier bei den Borussen aus Dortmund. Ralf Fährmann ist hier noch Kapitän, aber hat er den Verein, also hat seinen Vertrag verlängert und wurde ausgeliehen nach Norwich City. Dann haben wir Mauro Icardi, Giorgio Chiellini, Marek Hamsik, Luke de Jong. Dann fehlt hier nochmal ein, das müsste von Porto sein, genau. Von Porto fehlt hier Hector Herrera, der mittlerweile, glaube ich, auch bei Atletico ist. Dann haben wir Dennis Glushakov, Carlos Tevez und Maicon. Dann kommen wir zu den Winterstars, da gibt es auch 16 Stück von. Ihr seht, hier sind nicht wirklich viele drin. Ich habe gerade mal 4 Stück, also ein Viertel habe ich von den Winterstars. Und da soll einer in, glaube ich, in 6, ich habe die Booster sogar hier noch hier liegen. Ein von diesen Winterstars oder Power-Up-Karten soll in jedem sechsten Booster sein. Ich habe 35 geöffnet, das heißt, ich musste 6 bis 7 Stück haben, habe gerade mal 4. Wir haben Bernardo Silva und Griezmann. Da fehlen dann noch der David Silva von Man City und der Piqué von Barcelona. Dann haben wir Lewandowski und fehlen tun Benzema und Neymar und Axel Witzel. Dann fehlt hier Sancho, Bentaleb, Skriniar, Ronaldo. Zur Abwechslung ist mal Insigne da. Lozano, Marega und Celuis fehlen auch noch. Und dann gab es noch 4 Rare-Karten. 4 Rare-Karten, eine pro 25 Booster, wie in der normalen Serie auch. Bloß das Display für in der Update Edition 50 Booster. Ich habe, wie gesagt, 35 geöffnet, hatte Glück, habe Sané und Mbappé beide gezogen. Also beide Rares aus dem Display. Coutinho und Varane fehlen noch. Und dann haben wir noch, das war's von den Karten, die man in Booster bekommen kann. Und dann habe ich noch 4 limitierte Karten. Das sind Modric, Mbappé und De Jong. Also die 3 waren im Starter-Pack. Und Thomas Müller habe ich noch getauscht. Dann sind hier noch etliche Seiten für Karten. Hier auch nochmal eine Checkliste. Also es ist die gleiche Checkliste, bloß dass die auf 2 Seiten hier ist. Und das war's dann auch von dem Video schon. Wenn es euch gefallen hat und ihr vielleicht sogar tauschen wollt, ich habe viele Karten davon auch doppelt, schreibt mich gerne an. Bis zum nächsten Mal. Hier könnt ihr noch den Kanal abonnieren. Hier könnt ihr noch ein Video gleich abchecken. Und hier steht nochmal ein Text. Vielleicht, falls ich was vergessen habe oder während der Schnitt mir was auffällt im Video. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, vergesst nicht die Infokarte abzuchecken und gerne könnt ihr abonnieren und liken. Bis zum nächsten Mal, Mittwoch sehen wir uns spätestens mit einem Video wieder. Ich
Ich weiß nicht, ob ich davor nochmal streame. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.